Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Evil Genius 2. Also nicht willkommen zurück zu Evil Genius 2 World Domination, aber willkommen. Da gibt es bei mir so ein mega Flashback in meine Jugend quasi. Ich weiß gar nicht, von wann der erste Teil war. 2004 oder sowas, vermute ich. Und das Spiel ist einfach super schön, ne? Knallharte Aufbaustrategie, irgendwas? Naja, Aufbau auf jeden Fall. Und Management so ein bisschen. Man ist auf jeden Fall ein super böser Bösewicht, der die Weltherrschaft an sich reißen will und so weiter und so fort. Hat natürlich auch sein super cooles Super Schurken versteckt, das man managt die ganze Zeit und von da aus dann so Operationen startet, werdet ihr sehen. Das Ganze hat unheimlich knuffige, süße Animationen und ein bisschen schrägen Slapstick-Humor auf jeden Fall dabei. Und macht unheimlich viel Spaß. Also der erste Teil hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und der zweite Teil, da scheint sich sehr gut adaptiert zu haben. Vom ersten Teil ein bisschen verbessert hier und da. Ich freue mich schon drauf. Ihr euch hoffentlich auch. Wir schauen mal rein. Neues Spiel, Schnellstart. Nee, neues Spiel beginnen, genau. Da können wir alles hier schön auswählen. Das wollen wir haben. So, wir haben also vier... Superschurken, ne? Wir haben hier einmal Maximilian, den gab es auch schon im ersten Teil als Superschurken. So ist es nämlich. Ist halt so ein bisschen Standard, ne? Arbeite härter, das haben die alle. Die vier Superschurken für unterschiedliche Arbeitskräfte halt. Er kann hier Training sofort abschließen und große Belegschaft. Wenn man weiß, wann man sich auf eine Übermacht verlassen sollte und wann ein Spezialist gefragt ist. Achso, Max weiß. Max kann zuverlässig Gold verdienen und beginnt mit zusätzlichen Schergen. Okay, also das ist hier, ne? Maximilian von Klein, ein Generalist, da haben wir es auch. Ist halt Deutscher, ein Industrieller. Haben wir den roten Ivan, den gab es als Schergen, quasi als Henchman im ersten Teil. Der ist auf Kampf spezialisiert, auf jeden Fall Ex-Handlanger, da steht's auch. Der kann halt auch die Kampfstärke erhöhen, ne, und die Aufgaben priorisieren und sowas. Wie gesagt, die Fähigkeit haben die alle. Und Oldschool, Ivan greift zum Raketenwerfer und feuert ein verheerendes explosives Geschoss ab. Warnung, Chaos könnte ausbrechen, ja. Mit voller Kraft der auf dem Schlachtfeld gestellte Ivan kann eine große Anzahl Kampfscherben bei reduzierten Kosten befehligen. Selbst seine Arbeiter hauen da rein. Das ist natürlich auch nicht so schlecht so. Da haben wir Salika, die geniale Wissenschaftlerin. Hier steht sie auch immer drunter, was sie so sind vom Archetyp her. Die kann halt auch Leute wieder dazu bringen, schneller zu arbeiten, logischerweise. Er kann sofort reparieren und Feuer löschen in ihrem Umfeld. Das ist super cool eigentlich. Und Salika weiß alles. Ihre Wissensschergen sind besonders fähig und können die Geheimnisse des Universums viel schneller aufdecken. Also wenn man jetzt Forschung und sowas priorisieren möchte, dann ist Salika die richtige. Da könnt ihr euch hier auch durchlesen. Und dann haben wir hier Emma, Ex-Spionagechefin, Spezialisierung Täuschung. Und die werde ich spielen, denke ich. Eine Spionagechefin zum Giftprofi. Als Chefin eines Spionagerings hatte Emma die Welt unzählige Male gerettet, bis zu dem Tag, an dem sie versagte. Während der Herrschaft des Tyrannen schaffte sie ihre Ressourcen beiseite und bereitete sich für die Zeit danach vor. Als die Ordnung wiederhergestellt war, nahm alles wieder seinen Lauf wie früher. Nur von Emma wollte keiner mehr etwas wissen. Sie war erst entsetzt, dann wütend und schließlich fest entschlossen. Die Welt braucht sie nicht, um gerettet zu werden, sondern um vernichtet zu werden. So. Und sie kann halt auch wieder ihre Schergen sagen, dass sie priorisieren soll, erhöht auch die Entdeckungsstärke von Schergen in der Nähe. Ne? Also wenn sich die Agenten des Guten da ein bisschen einschleichen, hat sie ein bisschen bessere Chancen, die aufdecken zu lassen und Angreiferin. Emma stärkt ihre Handlanger, indem sie ihre Ablenkzeiten zurücksetzt und ihnen einen Vorteil verschafft. Auch nicht schlecht. Und sie ist die Spionagechefin, die ehemalige. Dank ihrer Vergangenheit als Chefin von Emma, die Organisation des Guten, ne? Die guten Spionageorganisationen haben alle so viele Namen, kennt Emma ihre Gegner besonders gut. Ihre Täuschungsschergen sind effizienter, außerdem kann sie weltweit Argwohn effizienter reduzieren. So, die nehmen wir.
Und ich sag's gleich, Hexe und so sind deutsch, die Vertonung bleibt bei Englisch. So, ich werde mal hier ganz kurz, wenn es euch nicht stört, ist ein bisschen leiser drehen, weil mir die Musik doch ein bisschen sehr in den Ohren dröhnt, auch wenn der Soundtrack zugegebenermaßen richtig gut ist. Und jetzt haben wir hier drei Inseln. Da habe ich noch gar keine Ahnung, worum es hier geht. Ich werde mir mal schnell einen Überblick verschaffen und dann schauen wir hier gleich wieder rein. Also hier gibt es drei ziemlich unterschiedliche Inseln und da können wir uns mal so ein bisschen das angucken. Crown Gold. Crown Gold ist ein klassisches Tropenparadies-Casino. Der von üppiger Vegetation bedeckte Gipfel ist nicht nur ein prächtiger Hintergrund für jedes Urlaubsfoto, sondern bietet Bauunternehmen auch jede Menge Platz zur Expansion. Die goldenen Strände, denen die Insel ihren Namen verdankt, sind ein Besuchermagnet. Dieser Name hat sich als geradezu prophetisch erwiesen, denn geografische Messungen deuten darauf hin, dass sich im Untergrund ein reiches Goldvorkommen befindet. Das Gold ist für jeden zugänglich, der in der Lage ist, eine Ausgrabung zu organisieren. Und dann können wir hier gucken, wie das Ganze aussieht, die unterschiedlichen Ebenen. Und da sehen wir, das ist halt ein so ein ja, zentraler Blobbel im Prinzip. Hier haben wir tatsächlich eine Menge Gold. Dann auf der obersten Ebene, wie es aussieht. Und hier gibt es auch eine schöne Galerie. Ja. Und dann haben wir hier auch so Informationen, ne, wie viel Fläche kann man bauen, welche Vorteile hat das Ding. Und Montañas Gemelas. Montañas Gemelas ist für drei Dinge berühmt. Eine westliche Säule, eine östliche Säule und die natürlich entstandene Brücke, welche die beiden verbindet. Experten sind der Meinung, dass sich theoretisch die ganze Struktur aushöhlen ließe, wenn man nur hartnäckig genug ist. Wer diese Herausforderung annimmt, kann Hartnäckigkeit gut gebrauchen. Vom Casino aus hat man eine beeindruckende Aussicht, die Besucher kurzzeitig vergessen lässt, wie wenig Platz es hier gibt. Doch wer etwas zu verbergen hat, könnte von dieser Insel langfristig belohnt werden. Eine Expansion in den Untergrund verheißt Räumlichkeiten, die sich gut verteidigen lassen. Ja, schauen wir uns das an, ne? Die ist bedeutend größer schon mal. Hat nicht so eine große Startfläche, glaube ich, im Vergleich. Genau, hat eine kleinere Startfläche. Im Vergleich zur ersten Insel, ne, das ist hier dieser helle Bereich, den man am Anfang bebauen kann. Für die dunkleren Bereiche muss man erst Technologien erforschen, dann später. Und da sehen wir, hier wird nach unten gebaut, auf jeden Fall. Und hier sehen wir diese Brücke, wo es dann halt wirklich nur ein Korridor im Prinzip hier rüber geht, gibt. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Hier haben wir ein Casino, ne, rundherum Strände, also sieht super aus. Das Ding. Und dann haben wir hier noch diese Insel. Die finde ich, glaube ich, am schönsten bisher. Wir gucken mal. Cane Key. Mit seinem abgelegenen Hubschrauberlandeplatz, der von einer niedrigen, aber bedrohlich wirkenden Bergkette umgeben ist, eignet sich das Cane Key Casino für auf Privatsphäre bedachte Einsiedler. Ich kann euch nicht vorlesen, tut mir leid. Jeder Besucher muss erst durch das Casino, bevor er sich den Rest der Insel ansehen kann. Aber Vorsicht! Handelt es sich dabei um die Sorte ungehobelter Gäste, die Uniform und automatische Waffen tragen, könnte das Casino am Ende wie ein Kriegsgebiet aussehen. Von den Einheimischen stammt der liebevolle Spitzname der Donut. Ja, und da sehen wir auch gleich warum. Weil das Ding nämlich hier so eine Ringfestung, eine Ringbasis dann ist. Und da baut man dann hier schön nach oben und der Hubschrauberlandeplatz ist tatsächlich in der Mitte. Also das ist, glaube ich, auch eine schöne Insel. Die gefällt mir, glaube ich, am besten. Man hat halt diese Ringstruktur, die zieht das alles so ein bisschen auseinander. Aber man ist, glaube ich, tatsächlich ganz gut geschützt. Weil es wirklich nur diesen einen Eingang gibt. Und deswegen werden wir diese Insel nehmen. Wo liegt die? Aber da haben wir auch eine riesige bebaubare Fläche von Anfang. Das ist natürlich ganz cool. Ist natürlich ein bisschen blöd gelegen, weil alles so ringförmig ist. Da muss man da ein bisschen gucken mit den Raumformen und so. Im Indischen Ozean. Nächster Kontinent ist Australien. Na schön, da freue ich mich.
wähle den DLC, der in deinem Spiel aktiv sein soll, oder keine Ahnung, Deluxe Nordlicht. In dieser Nebenhandlung wirst du einen unglaublichen Diebstahl durchholen, das Nordlicht, Vorbestellung legendäre Beute, erlebe zusätzliche Nebenhandlungen, um den legendären Jung und auch das trojanische Pferd zu erbeuten. Also diese Nebenhandlungen sind Nebenmissionen im Prinzip, ne? Gut, nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal. Nehmen wir hier den höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, schwer. Eine Herausforderung für die diabolischsten Genies, ideal für Spieler, die es gerne ein wenig härter mögen. Motto der gerechten Mächte, was sein muss, muss sein. Agenten haben weder Zeit noch Lust, leicht zu sterben. Gold ist die seltenste und wertvollste Ressource der Welt, ne? Also, das kann man sich hier halt, was ist das hier, leicht, oh nein, Baby den Lolli klauen, das ist natürlich gemein. Ja, wir nehmen das Ding hier, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut, man kann es, glaube ich, auch individualisieren. Ja, und dann könnte man hier halt, wenn man irgendwas leichter haben will, das finde ich ganz nett. So, Tutorial lassen wir erstmal an, das könnte uns ja vielleicht was Sinnvolles erzählen. Schauen wir mal. Ach, und diese Zeichnung hier, ne, ist, also orientiert sich halt alles an diesen 60er und 70er Jahre, glaube ich, ne, Agentenfilm. Da sind sie, unsere Minions. So schön in Gelb. Okay, der sagt es so, als wenn ich schon irgendwas hier. You can use the zoom controls to zoom in and out. Okay, auch das kriegen wir hin. Use the tilt controls to tilt your camera. Hold on. Who do you think you are, giving me instructions like that? I'm here to help by telling you exactly what to do next in a friendly and helpful manner. So, sorry, Ton hatte ich noch runtergedreht. But you're here to do everything I say. Correct. Step one. Tell us what you want and the minions will do it. Na, das ist doch die richtige Einstellung. We're eager to please. And also eager to live. Please stop looking at me like that. New main objective available. Your lair will be much more impressive once it has more rooms. Open the build menu. Okay, das sieht ja hier schon mal nicht schlecht aus. Ah, ich muss die Maus nur so ein bisschen und dann bleibt er beim Rotieren. Das heißt, ich kann ja auch die ganze Zeit so langsam rotieren. Okay, gut zu wissen. So, dann schauen wir mal. Hier hinten haben wir ein Casino auf jeden Fall. Ich drücke mal auf Pause. Okay, das funktioniert auch. Dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Diese Spielautomaten sind nicht mehr zu retten. Sie haben nur deshalb einen Verkaufswert, weil noch einige Münzen in ihnen stecken. Wie viel Geld haben wir denn? Wo ist denn unser Geld hier? 40.000. Kann ich das Zeug verkaufen? Editieren. Strom ein aus. Wie verkaufe ich die denn? Noch gar nicht? Na gut, dann noch nicht. Also, das Baumenü. Systemmenü. Was gibt's denn da Neues? Mission. Dein Weg zur Weltherrschaft. Naja, Hauptmission, Nebenhandlung optional und abgeschlossen. Also, Tutorial, Tresorraum. Gut, ja, machen wir. Das haken wir nebenbei hier so ein bisschen ab. Ups. You need a place to store your gold. Select the vault icon.
Machen wir. Sein Friseurraum. Paint tiles over the highlighted area. This will be where we'll build your vault. Was ist denn der hier? 7x10. Na gut. Gold pallets will increase the amount of gold you can keep in your lair. Ja, damit das Zeug halt nicht irgendwie so rumliegen muss. Ja, und da sehen wir hier auch, es gibt so Access Points, ne? Und wenn die halt blockiert sind, jetzt im Tutorial, ne, wenn ich hier an die Wand bauen würde, dann kann ich halt da nicht hinbauen. Das kostet natürlich erstmal alles richtig Geld hier am Anfang. Ich habe ja nur 40.000. Das kostet gar nichts. Okay, machen wir. Wie kann ich hier drehen? Moment, wie drehe ich? Etagen bewegen, Pause-Menü. Achso, rechte Maus. Nee, linke Maus? Linke Maustaste. Okay. Once you are done, select confirm to give the order to your minions. Wait for your minions to install the door before moving on. Ordered furniture must first be collected from the depot under the helipad. Ja, wir haben jetzt hier den Base Builder 5000. Kennen sich diese Strahlen hier. Ja, früher haben die da Dynamit dran gemacht und hatten dann so gelbe Kistchen, um es aufzubauen. Und wo ist denn mein... Ach, da ist mein Helikopter links. Das heißt, die kommen jetzt alle von da, eigentlich, ne? Hier sehen wir es. Der müsste jetzt Waren holen von hier aus. Da hängt er erstmal fest. Auch wunderschön. So, der Hund ist jetzt aus dem Lager angeblich raus. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ah ja, da haben die hier auch so einen Base-Builder. Der funktioniert auch so ein bisschen als Schrumpfstrahl und Speicher und wieder Vergrößerungsstrahl. New main objective available. Now your gold is safe. Let's add another room to the lair. So, wir machen hier mal die Sicherheit von dem Ding gleich ein bisschen höher. Und da sehen wir, die müssen dann schon deutlich länger warten, bis sie durchkommen. Aber falls hier Agenten reinkommen, möchten wir es denen natürlich ein bisschen schwierig machen. Das wird auch eine Stufe 3 Tür, einfach weil es ein externer Zugang ist. Und das ja auch. Eine externe Zugänge, Stufe 3 oder Zugänge zu wichtigen Räumen. So, und schon haben wir noch 20.000. So, einen weiteren Raum wollte er sich hinzufügen. Minions need to rest after a day of evil deeds. Let's build a barracks. Kaserne hier drüben. Okay, gut. Kriegen wir hin. Das Bausystem ist ganz easy. Man zieht hier einfach. Plopp. Beds give minions places to sleep when their vitality or morale start to run low. Ah ja. Und für Betten brauchen wir eine Wand. Items can be rotated freely with the rotate controls. Items that need to be placed next to a wall will automatically rotate. Place some beds on the other side of the barracks. Doors can be placed between walls. They always need a gap of 4 tiles. Okay, also Türen immer. Once you are done, select confirm to give the order to your minions. New optional objective available. Open the systems menu. New main objective available. Objectives will help pave the way to world domination. Optional objectives will give you small frequent challenges. Collect this one now for a reward. Optional, der Traum von der Weltherrschaft. Hol die Belohnung ab. Machen wir. Come back here often for main objectives, side stories, and optional objectives. New main objective available. So, und schon sollen wir den nächsten Raum bauen. Any minion's diet. Without it, they'll become more unhealthy and less intelligent. Much less intelligent. Build a mess hall. Okay,
Bauen wir eine Kantine. Warum bauen wir die aber so komisch? Ich meine, wir können die Räume später immer noch umbauen und so weiter und so fort. Kostet dann vielleicht was, aber... You can also move them after they've been constructed. Machen wir das so rum, ja, ne? Ich glaube schon. Ja, und hat er gerade gesagt, ne, man kann die ja hinterher auch noch bewegen, frei und so umrotieren, wenn man da halt umbauen will. Und hier sehen wir gleich, viel Energie kostet uns das. Ja, wir haben nur drei, blöderweise. Das ist ein bisschen ungünstig und davon... und 9 generieren wir und kostet 7000. Was auch immer, Dollar, denke ich. Gold. New optional objective. Also das mit der Vorschau hier ist echt schön, ne? Basic food counters restore minion smarts and vitality and stop stomachs from rumbling. Was hatten wir hier? Keine Ahnung, irgendwas hatten wir da. Und so ihre Spinde in der Kaserne. Okay, so, so weit sind wir noch nicht, oder? Ja, vielleicht doch. Kaserne. Oh, da haben wir sie gebaut. Gegenstände, Spinde. Und die sorgen dafür, dass wir Arbeiter haben können. Ne? Hier ist unsere Kapazität angezeigt und ein Spind, also die gibt es ja mal im Dreierpack, erhöht die Kapazität dann tatsächlich. Das Layout hier ist natürlich nicht schön. Erhöht die Kapazität dann um 1. Ne? Also ein Arbeiter, ein Spind. Wie viele soll ich denn davon konstruieren? Keine Ahnung. Naja, das habe ich natürlich nicht geil gebaut hier. Das, warte mal, kann ich das hier, wie werde ich denn den hier los? Ich will einfach nur hier abbrechen, dass ich halt nichts baue und die Gegenstände anpacken kann. Achso, okay, dann muss ich das so machen. So, wie ist denn das? Wenn ich die jetzt hier so, ah, okay, dann muss ich dann so rum. Hier können wir die Rücken an Rücken stellen. Also das Baumenü ist halt echt ganz cool. So, alle bestätigen, kosten uns 8000. Leisten wir uns. Also wir brauchen ja ein paar Leute hier. Und da sehen wir, ne, wir haben hier so kleine Dekorationen auf jeden Fall an der Wand, die ja zu den Betten gehören und so. Ja, man kann später auch noch schöne Deko bauen. New main objective available. It seems we're low on power. Let's fix that before continuing. Build space for a power station. You can place this where you like, but be careful, as it will be a tempting target for enemy agents. Ja, dann bauen wir das doch ein bisschen weiter nach hinten, oder? Hier müssen wir sowieso mal gucken, wie wir lang bauen. Also ich schätze mal, ich brauche erstmal einen Korridor, ne? Ja, genau. Lang. Müssen wir hier so ein bisschen bauen. Und dann brauchen wir hier so einen Quergang. Und von dem werden da unsere Generatoren abgehen. Hier können wir vielleicht später noch einen kleinen Raum reinbauen. Mal gucken. Also ich habe natürlich keine Ahnung, wie groß der Raum sein muss. Ich brauche erstmal so einen 4x10 Raum. So, ein Generator. Bringt uns 9 Energie. Und wir brauchen... Was ist unsere Sendeleistung? Wo ist denn unser Strom hin? Ach hier.
Wir brauchen nur einen Generator im Moment. Okay, aber da sehen wir schon, ne, der Raum ist hier ein bisschen eng. Kann ich das Ding? Ja, so, bitte drehen. Achso, ich baue jetzt mal eine Tür rein, damit wir mal gucken können, ob der Generator da mit dem Ding irgendwie in die Quere kommt. Okay, wir können ja also direkt hier vorne hinbauen. Und da kommt der Helikopter mit Material an. Ja, was soll ich noch machen? Wie viele Kraftwerke soll ich denn bauen? Weiß ich nicht. Eins reicht doch, oder? Was kann ich denn hier mit E machen? Mit E kann... Ah, okay. Und wenn ich das Ding einfach wieder zumachen möchte, weil ich jetzt nichts bauen will, wie geht das? Da drauf klicken, alles klar. Konstruiere Spinde. Plane Kraftwerkfelder. Steht aber nicht wie viel, ich habe doch schon geplant. Oder nicht? Oder doch? So, können wir mal gucken. Wir werden jetzt hier nämlich so ein bisschen essen und pennen und alles. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Auch weil kein Strom da ist. So, die Tür ist schon da. Die werden wir auch zur Hochsicherheitstür machen hier. Dafür können wir hier diese Türen zum Beispiel. Das ist eine Stufe 1 Tür. Hier gibt es erst gar keine Tür bei der Kantine. Ist okay. Finde ich. So, ich weiß nicht, warum der hier jetzt noch rumnervt. Ich habe ja mein Kraftwerk. Ich weiß nicht, wie viel ich bauen soll. Das verrät mir das Spiel auch nirgendwo. Raumkraftwerk, Gegenstandgenerator. Eure 6 weitere Schergen an. Achso, die kommen mit der Zeit, glaube ich, immer mit dem Helikopter an. Ne? Wir sehen mal, wir bekommen dann später auch noch andere ja, 4 passen noch rein. Andere Typen von Schergen, so was. Ach hier, ich habe den Raum einfach zu klein geplant. Das ist das Problem. Ich soll mindestens 64 Felder planen. Generators power items in the lair. Without it, almost nothing will function. Be careful, as enemy agents will attempt to sabotage your generators if they find them. So, dann bauen wir hier noch einen hin, oder kann ich den drehen? Nee, gedreht passt ja nicht hin. Machen wir es einfach so. Defeated agents lie in body bags on the floor, causing minions to lose morale if they get too close. Verbrennungsofen. Build an incinerator in your power station to dispose of them. Ja, für den habe ich natürlich ein bisschen wenig Platz hier. Warte mal, kann ich dich... Obwohl, in die Richtung will ich ja vielleicht expandieren, ne?
Das wird ein Frankenstein-Raum hier. Ja, dann bauen wir den erstmal so. Da haben wir da halt noch ein bisschen Platz. So, alle bestätigen. Wähle Genie. Open the character selection panel, then select the evil genius portrait to highlight and follow your evil genius. Ja, wir bekommen später noch mehr Henchmen. With the evil genius selected, interact anywhere in the highlighted area to move your genius. Okay, hier sollen wir hin. Rechtsklick. All part of the plan. New main objective available. You need a control room to send minions into the world. Let's lay down a plan for one. Ja, können wir erstmal gucken. Was essen die hier? Erstmal gar nichts. Er langweilt sich hier an der Essensausgabe. Wird so ein bisschen geschlafen. Was für einen Kontrollraum soll ich bauen? Darf ich den hinbauen, wo ich möchte? Den planen wir vielleicht hier hinten, den Kontrollraum. Aber da muss ich natürlich auch noch Platz und Gang lassen, ne? Wenn ich da halt irgendwann mal durchkomme. Okay. So, 4x14. 18, warte mal, ich plane den einfach bis nach hier drüben so den Gang. Da müsste der eigentlich hier so rumgehen. Ja, ich lege den mal hier nur so als Stummel an und dann stellen wir fest, für unseren Kontrollraum ist dann unheimlich wenig Platz. Wie groß soll er sein? 48. 8x8. Okay, das reicht aber für den Anfang. Radio repeaters provide broadcast strength, allowing us to maintain criminal networks across the globe. Ich denke, dafür bräuchte ich eigentlich einen größeren Raum. The more broadcast strength you generate with your radio repeaters, the more of the world you can infiltrate. For now, let's just infiltrate a little bit. Lass uns noch ein bisschen infiltrieren. Ne. Ja, hier passen auf jeden Fall nur zwei rein. Achso, und die kann ich nicht mehr so bauen, weil das hier sonst nämlich nicht passt. Das heißt, für einen Kontrollraum bräuchte ich eigentlich irgendwo ein größeres Gebiet. Ne? Ich wollte jetzt hier nicht so in diesen Generatorraum reinbauen. Okay, kann ich das Ding hier bewegen einfach ein bisschen? Dann können wir den Raum hier nach hinten noch so ausbauen, ein bisschen bei Gelegenheit. Das wird schon passen. So, 11 Energie brauchen wir dafür. Haben wir gerade so. Das heißt, ich kann eigentlich auch gleich einen Auftrag geben, hier den Raum auszubauen. So, können wir nebenbei gucken, was sie hier mampfen? Habt ihr alle keinen Hunger? Die Tür auf Stufe 1, ja. Naja, wir schlafen, dann geh doch. So, wir gucken mal, wir haben doch bestimmt irgendwas Optionales inzwischen schon erledigt. Eure 6 weitere Schergen, wir sollen noch einen Generator konstruieren. Ja, das hört sich in der Tat gar nicht so doof an.
sieht es mit dem Geld aus? Ganz gut. So, dann erweitern wir den Raum hier einfach so ein bisschen in diese Richtung. Drei Felder brauchen wir da, glaube ich, für einen Generator. Oh Mann. Das ist fummelig. Vielleicht braucht man auch nur zwei, man weiß nicht. Hier kann ich gleich auf Stufe 3 erhöhen. Ah, hier ist einer. Was gibt's denn? Löse oder sowas? Könnte Fleisch sein und das Mais-Senf. Ich habe keine Ahnung. Es gibt irgendwas Widerliches. Die Klöße sehen einigermaßen okay aus. Ja, gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal gucken, wie er hier ist und was da mit dem Tablett passiert. Ach, hier oben ist das Zeug auch gelagert. Ah, okay. Ist ja cool. Und dann nehmen die sich das wahrscheinlich so raus. So, guck mal. Eure 6 weitere Schergen an. Ich glaube, für die habe ich keinen Platz mehr, ne? Und so ihre Funkverstärker müsste doch eigentlich. New main objective available. Passieren, oder? So, da haben wir's. World Stage. Ja, für 6 weitere Schergen müsste ich noch ein paar Spinde bauen. Aber ich befürchte, ich bekomme hier keine Spinde mehr hin, oder? Wir gucken mal gerade. 8 Dekor gibt es jetzt hier auch. Ne, ich bekomme da keine Spinde mehr hin. Dazu müsste ich das Ding größer machen. So, und hier, die müssen sich jetzt erstmal hier also durchschlängeln irgendwie. So, jetzt haben wir ein bisschen Strom. Das ist eine der wichtigsten Sachen, ne? Immer genug Strom vorzuhalten, denn wenn man nicht genug Strom hat, fällt alles in der Basis aus. Also auch die Zugangstüren und so weiter und so fort. So. Each of the highlighted regions is an excellent place to start your journey towards world domination. Select a suggested region or any other region if you know what you are doing and scout it to establish a criminal network. Warum können wir denn nicht hier direkt Australien infiltrieren? Weil Amboss da gut besetzt. Amboss hat einige Geheimstützpunkte und Forschungseinrichtungen. Okay, also das hier ist eine ganze Region irgendwie. Einige gut besetzte. Also es gibt schwierige und leichte Region scheinbar. Wir könnten auch hier drüben bei Madagaskar und so anfangen. Säbel, ich weiß ja halt gar nicht, wie die Bedrohung ist durch die einzelnen Kräfte. Aber dann nehmen wir halt mal die hier. Erkunden das. Achso, Sendeleistung verändert sich nicht, ne? So, dann schicke ich 3 Arbeiter los. Once built, you can use our criminal network to run schemes in this region. Sehr gut. Ach, wir haben doch 2 Sonnensender. Da können wir doch hier direkt noch irgendwo anders ausbauen. Zum Beispiel Madagaskar. Ja, da schicken wir auch gleich. Haben wir halt 6 Arbeiter weggeschickt.
Können wir uns auch angucken. Die rennen jetzt hier hin, alle. Werden dann gleich vom Hubschrauber abgeholt. Ich kann mal mein kriminelles Genie eigentlich hier. There better be a good reason. So, da kommen sie. Steigen jetzt alle in den Hubschrauber ein. Und werden dann losgeflogen. Steigen die alle in denselben Hubschrauber? Theoretisch müssen die ja mit zwei fliegen, ja. Tun sie auch. Die Hubschrauber sehen sehr knuffig aus. So, ich werde mal das Ding hier ein bisschen umdekorieren, glaube ich. Kann ich da den Raum einfach hier anklicken? Ja, kann ich. Dann gehen wir mal auf Gegenstände und... Kann ich dich bewegen? Oh, sorry. So, ich würde den Raum ja eigentlich gerne breiter machen, wenn ich ehrlich bin. I'm all packed, boss. Send me into the world and I'll come back with plenty of gold. Das wäre super. Come back? You think you're coming back? No, I'm not having you coming back here. Tracking justice all over the place like mud. Ah, die gerechten Mächte sind es in Deutschen. Right to my door. And then where would we be? Take a little gold for yourself. Then send the rest back here. Use your share to live a quiet life. Or Minions will travel to the world and run any scheme you select. You will receive small amounts of gold as they progress. So, wie ist das? Wenn ich das so um drei erweitere, ist das dann breit genug? Das Layout, das ich so vor Augen habe, ist nämlich, dass wir hier zwei Doppelreihen mit Spinden. Ne, ein Feld brauche ich noch. A new criminal network has been established. Da kümmern wir uns gleich drum. So, und da ist das hier nämlich so ungefähr die Struktur, die ich mir vorstelle. Das wird dann vielleicht ein Durchgangsraum. Müssen wir mal gucken. Build more rockers if you want more helios. So, also die holen mir jetzt auf jeden Fall Geld schon mal. Mal hier gerade nach. Eure 6 weitere Schergen an. Die kommen jetzt natürlich, weil ich welche weggeschickt habe und gründe weitere kriminelle Netzwerke. Dafür müsste ich den Raum erweitern. Und wir können jetzt hier der Baba Banküberfall, den können wir jetzt machen. Hier nimmt alles seinen Anfang. Der erste von unzähligen Raubzügen. Ein entschlossenes Arbeiterteam kann den Safe knacken und sich mit dem Gold aus dem Staub machen. Argwohnzunahme in der Region ist 10. Wie hoch ist denn der Argwohn in der Region? Wo sehe ich das denn? Ist der Messer hier regionsspezifisch oder? So, 2 Arbeiter brauche ich dafür. Die werden nicht in den Unterschlupf zurückkehren. Ja, ist okay. A prison will make for the perfect place to hold your enemies before questioning them.
Und bei der Gelegenheit stelle ich fest, unser Tresorraum ist jetzt schon zu klein, was natürlich blöd ist. So, da verbrennen wir hier einfach mal ein bisschen Geld, indem wir diese Teile bauen. So, ein bisschen mehr Kapazität hier. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir diesen Raum hier sinnvoll weiter ausbauen, ohne mit dem Gang hier in die Quere zu kommen. Der Gang würde dann irgendwie so hier laufen. Und der Raum müsste dann hier hinter parallel laufen im Prinzip. Ja, und dann können wir uns hier so ein bisschen austoben. Aber ich schaue gerade auf die Uhr, da müssen wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Gefängnis machen wir dann auch. Das Gefängnis sollte idealerweise nicht allzu tief in der Basis versteckt sein, glaube ich. Ja, da reicht auch ein kleiner Raum. Ich glaube, das hier ist zu klein. Ne? Das sind 1, 2, ja. Das wird nicht ganz ausreichen. Ja, da können wir später noch irgendwas Kleines reinbauen. Eine Krankenstation oder sowas. Müssen wir mal schauen. Aber irgendeine Nische oder sowas noch. Aber für den Moment müssen wir das Gefängnis erstmal irgendwo anders hinbauen. Ich weiß halt nur noch nicht genau wo. Kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier Evil Genius 2 weiterspielen. Das wird dann übermorgen der Fall sein. Morgen ist wieder Panzer Corps 2 Axis Operations 1941 dran. Ja, macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.